Hi, ich bin Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Live-Reaction auf meinem Kanal. Wir reagieren heute zusammen auf die Pokémon Presents-Veranstaltung hier auf dem englischen Channel, weil der Deutsche ist der Deutsche, die haben es immer raus. Wir reagieren auf die Pokémon Presents vom 24. Juni. Letzte Woche habe ich mich dagegen entschieden zu reagieren, weil ich mit überhaupt nichts gerechnet habe. Letztendlich war es halt schon geil. Snap HD hat mich übel gehypt. Die erste Hälfte hatte ich einfach nur einen Lachkrampf wegen Pokémon Smile. Dieser Kaffeemix sah auch ganz lustig aus. Snap war absolut Hype. Und jetzt hieß es, dass diese Woche etwas Großes kommt. Ich gehe mit der Einstellung ran, mit der man am wenigsten enttäuscht wird, denn wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden. Und das klingt jetzt, das ist eine sehr unpopular Opinion, aber wenn ich sage, ich erwarte nichts, heißt das, ich rechne eher weniger mit Gen 4 Remake, sondern mit Let's Go 2. Die Sache ist die, egal was es ist, ich würde vermutlich weder Gen 4 Remakes noch Let's Go 2 spielen. Brauche ich beides ehrlich gesagt nicht. Paar andere Theorien gibt's auch, zum Beispiel Pokémon Tekken 2. Das wäre interessant, finde ich. Würde ich mir angucken, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Pokémon Tekken war echt nicht so erfolgreich. Pokémon Mystery Dungeon wird es definitiv nicht geben. Ich meine, es ist 3 Monate seit dem Remake. 3. Da braucht man jetzt wirklich noch nichts Neues erwarten, ganz im Ernst. Also, da muss man sich jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Deswegen, das auch nicht. Ja, was gibt's sonst noch für Möglichkeiten? Ich rechne eben mit Let's Go 2. Ich wüsste nicht, welche Pokémon es sein soll. Aber ist mir auch relativ schnuppe, ehrlich gesagt. Was ich auch überlegt hatte, was ich noch von keinem anderen gehört habe, weil die Pokémon Company weiß, die Leute wollen Gen 4. Ob sie vielleicht Let's Go machen, aber zur 4. anstatt zur 2. Gen? Ich sag so, wenn Let's Go Shinux angekündigt wird, dann denke ich drüber nach, ob ich's spiele. Aber in der 2. Gen wüsste ich wirklich nichts. Ich habe nicht mal Evoli gespielt. Und so, wenn ich gerade nicht irgendwie Generation vertausche, gibt es in der 2. Gen nichts, das ich lieber mag als Evoli. Evoli gehört für mich eh zu den besten Pokémon. An sich, ich erwarte nichts, das mir wirklich gefällt. Aber wir werden es ja sehen. Ihr seht's da unter mir. 3 Minuten sind's noch. Ist halt wie immer bei meinen Live-Reaction, das Video wird für euch nicht gerade flüssig laufen. Kann ich leider halt auch nicht viel gegen machen. Aber naja, ich würde sagen, ich guck mal kurz in Chat, mache ich ja ganz gern bei sowas. Den werde ich aber definitiv wieder schließen und ich wette, der Chat lädt gerade. Ich wette, ich werde nur 1200.000 Mal Gen 4! Jetzt mal im Ernst. Es regt mich inzwischen einfach nur noch auf. Gen 4 wird kommen. Jetzt mal im Ernst. Da hat einer was geschrieben, das wird nicht angekündigt. Definitiv nicht, aber das habe ich auch schon gesagt. Wenn das kommt, das würde mein Lieblingsspiel werden. Eine Fusion aus Animal Crossing und Pokémon. Ja, und ich sehe es. Gen 4 Remake, Sinnoh, Obama. Einmal Pokémon Tekken 2. Alle hier nur. Gott. Übrigens, wenn sie ein Erst-Gen Remake ankündigen. Wirklich, es regt mich echt einfach auf. Ja, da, der eine sagt's. Das ist es, was wir wollen. Pokémon Smile 2. Gut, dann sind wir jetzt einfach gespannt, was kommt, würde ich sagen. Es geht gleich los. Danach kommt eben noch der 2-Minuten-Timer. Mich regt es inzwischen halt echt nur noch auf.
Alle schreien immer nur, ja, kündigt endlich Gen 4 Remakes an, alles andere ist inakzeptabel. Auch schon bei der Mystery Dungeon Ankündigung, wo so viele getriggert waren, weil am Anfang ja diese Jahreszahl gezeigt wurde, in der nicht nur Mystery Dungeon Rot und Blau rauskam, sondern auch Gen 4. Ich will wirklich mal, Leute, wenn ihr auch hier pro Gen 4 seid, ich verstehe es an sich schon, aber Digga, ist es nicht klar, dass die ohnehin kommen? Vermutlich nächstes Jahr. Ich denke halt, sie werden heute vielleicht nicht angekündigt, weil es ein bisschen früh wäre. Aber es wird vermutlich Ende nächsten Jahres sowieso Pokémon vierte Gen Remakes geben. Deswegen, die werden halt auf jeden Fall kommen, anders als irgendwie Snap HD oder so. Sind Gen 4 Remake Announcements nicht unbedingt spannend, weil es ist klar, dass das kommen wird. Ich sag's, wie es ist. Bezweifelt irgendjemand wirklich ernsthaft, dass es Gen 4 Remakes geben wird? Ich hoffe nicht. Und ich hoffe auch, dass mein Laptop nicht abschmiert. Der macht sowas ja gerne. Aber ich hab extra heute, ich hab auch jetzt hier zum Beispiel vor der Aufnahme irgendwie noch mal eine halbe Stunde ausgeschaltet. Ich habe heute viel Ruhe gelassen. Jeden Moment geht's los. Es wird vermutlich wieder so 15, 20 Minuten lang sein. So, Lautstärke ein bisschen anpassen. 2 Minuten, der Chat ist zu. Like oder Dislike, sage ich definitiv jetzt noch nichts. Letztes Mal habe ich mehr bekommen, als ich erwartet habe. Hat ein Like gegeben. Ich war sehr zufrieden letzte Woche. Diese Woche Smash Bros. Ihr wisst, die es gesehen haben. Min ist als Charakter an sich cool, aber das Spieldesign, ich bleib dabei, die wird dem Spiel ziemlich schaden, wenn sie nächste Woche rauskommt. Aber es wird ganz lustig, in den Online-Tournaments dann vermutlich nur gegen Min zu spielen fürs Erste. Da kann ich dann gute Clips bekommen, weil die alle keine Ahnung haben, wie der Charakter geht. Auch wenn ich gucken muss, inwiefern das bringt. Eigentlich sind die Clips für die nächste Montage tatsächlich schon fertig. Aber ich denke, ich werde einfach dann gucken, wenn ich noch mehr bekomme, warum nicht. Also wenn Mystery Dungeon angekündigt wird, raste ich hier komplett aus. Aber wie gesagt, ich erwarte es absolut nicht. Ich beschwere mich auch kein bisschen, ne? Wir hatten ja vor 3 Wochen Remake. Ich rechne auch damit, dass irgendwie in 2 Jahren oder so noch ein Remake zu Explorers kommt. Ich hoffe nur, dass sie es nicht Erkundungsteam DX nennen. Das fände ich ein bisschen lame. Aber sie werden es Erkundungsteam DX nennen. Gut, 20 Sekunden. Im Chat gucken ist allgemein ja immer scheiße, weil manche sind dann doch ein bisschen weiter vorne. Und dann schreiben jetzt am Ende manche gleich schon, oh mein Gott, Pokémon Tekken heißt 2, oh mein Gott und sowas. Ab geht's. Hello, I'm Tsunekazu Ishihara from the Pokémon Company. Pokémon Café Mix was just released today. Ja. Wird letzte Woche drüber geredet. Today, I would like to tell you about a new project we have been working on. To begin, please take a look at this video. Jetzt wird's angekündigt und es wird vermutlich nur darum gehen. Es ist Pokémon Smile 2! Es ist Smile 2, komm! Meine ich das ernst? Definitiv. Was auch natürlich cool wäre, womit ich aber nicht rechne, ist so Stadium Remakes oder Colosseum oder XD. Nein! Was? Das ist so fucking Arena of Wailor-like!
Pokémon? Was? I'm happy to announce the first strategic team-based Pokémon battle game, Pokémon Unite. We have partnered with Tencent to develop this game. I would like to invite Stephen Ma from Tencent to tell you more. Stephen, it's all yours. Was? Mr. Ishihara, thank you for the kind introduction. Hello everyone, I'm Stephen Ma from Tencent. As a Pokémon fan myself, I'm really happy to be able to announce this project. The Unite in Pokémon Unite represents the gameplay concept of players coming together with a shared goal. Through our shared pursuit of innovative gameplay and quality, Tencent and the Pokémon Company have united with the goal of creating a new game that could be enjoyed by all. At Tencent Games, we are committed to our search for undiscovered potential. God, this is heist. And this also holds true in our partnership with the Pokémon Company. This is why we have assigned Timmy Studios, a team with 11 years of game development experience that has worked on many hit titles, to this project. I am confident that this collaboration between Timmy Studios and the Pokémon Company is sure to spark new creativity and bring about all new gameplay experiences that will surprise and delight all players. Thank you. Steven, thank you very much. The development concept behind Pokémon Unite was to... Nicht über den kurzen Cut wundern, ich habe lieber einen gesetzt, weil mein Laptop echt klingt, als würde er gleich abschmieren und dann habe ich zumindest diesen ersten Teil der Aufnahme. Ich meine, ich bin jetzt zwar nicht komplett live, aber scheiß drauf. But also has a lot of depth to be played over and over again. Tencent Games Timmy Studios specializes in team-based battle games. Ich bin mal gespannt. Ich denke, ich guck mir das mal an. I would like to have the producer of Pokémon Unite, Mr. Hoshino, show more of the game to you all. I'm Masaaki Hoshino from the Pokémon Company, producer of Pokémon Unite. Allow me to go over some of the basics. The biggest defining trait of the game is its real-time team battles, featuring the most Pokémon seen in a single battle yet. Das ist halt schon irgendwie interessant. Das ist halt wirklich. Team up and cooperate together to defeat the opposing team. Okay, da ist 6th-Gen Pokémon war da schon. Your team side is on the left, while your opponent's side is on the right. On each team's side, there are a total of 5 goals, or scoring areas. Catch wild Pokémon that inhabit the field to score points. The goal of the game is to score more points than your opponents within the time limit. The Pokémon you control begins each battle at level 1. By defeating wild Pokémon in the field, your Pokémon will increase in level, and even evolve, as well as learn new moves. You get to choose which moves your Pokémon learns as it levels up. Focus on close-range attacks, or choose to optimize for long-range capabilities. Yeah? Even with the same Pokémon, you can choose how you want to battle. Once you reach a high enough level, you can unlock moves unique to this game called Unite Moves. Can deal a lot of damage to multiple that war einfach Glurak Upthrow haben. Has a different Unite move with powerful effects. Choosing when to use your Unite move and attempting to also, es ist nicht, was ich erwartet habe, aber ich finde, das sieht cool aus. Ich weiß, dass viele sich darüber so aufbringen werden. Ich denke aber auch, es wird noch was anderes kommen in dieser Präsi. Teamwork is very important in order to defeat your opponents. To make it easier for players to enjoy battling with others in Pokémon Unite, we will be releasing it as a free-to-start game for Nintendo Switch and mobile devices. The game will also support cross-platform play. Sehr gut. I hope you will look forward to the release of Pokémon Unite. Yeah. Since this is the first strategic team-based Pokémon battle game, Bewertungen sind... I imagine some of you may be wondering how the game will actually play. Well, I'd like to show you some gameplay with 10 players. Die Bewertungen sind sehr deutlich schlechter geworden.
Auf Deutsch, hier sind jetzt ein paar Leute. Ist halt die Frage, ob es jetzt das Einzige ist. Ich find's interessant. Hat es vielleicht einen Grund, dass sie den Pokémon Tekken Champion eingeladen haben? I'm going to focus on playing, so I'll turn it over. Jawohl, der macht auch mit. Der ist Jahre. And I have the producer of the game, Mr. Hoshino, here too, to provide commentary. Thanks. Happy to join you. And with that, let's get the match started. Ja. Oh, das sind das alle Pokémon. Das wäre nicht so cool. While there are no type advantages in Pokémon Unite, each Pokémon has different traits and abilities, so your choice is important. Das scheinen alle Pokémon zu sein. Digga, das ist wie so scheiß E-Sports-Turnier gemacht. Ich denke, meine Cam ist hier in einer ganz guten Position, um nichts Wichtiges zu verdecken. As we can see, our players are catching lots of wild Pokémon. And we have our first score of the game. Woo! Ah, und das kommt darauf an, wie viele wilde Pokémon man hat, wie viele man da bekommt. Ich glaube echt, das könnte ganz lustig sein. Das ist Smartphone und Switches und Cross-Platforming ist auch eine coole Sache. Talonflame has its sights on Pikachu. Klang das gerade nur so, als hätte die komplett seltsam geschrien? Even if your Pokémon is knocked out, it will recover after a brief amount of time. Snorlax is trying to score a goal with the opposing team's Clefable, and Talonflame are trying to put a stop to it. If you get attacked while trying to score, you will be interrupted. Close. Is in trouble being chased down by three opponents, and here comes. Ja, das ist eben, das ist die einzige Sache, dass es anscheinend nur diese 10 waren es, glaube ich, Pokémon gibt. Wenn man da noch nachträglich was einfügt. Echt cool. Und was ist bei dem Typen da los gewesen mit seinen 8 Pichu. With the goal destroyed, the opponents have fewer healing spots. And here comes a Unite move. Talonflame is knocked out and Charizard unleashes a fire blast. Da eskaliert. 70 wie die das machen hier. Nee, die Frage ist halt echt, ob sie noch was ankündigen, weil ansonsten werden, glaube ich, Alter, die Bewertungen werden immer schlechter. Wir sind von irgendwie 30.000 Likes und 500 Dislikes auf 35.000 Likes und 10.000 Dislikes. Jetzt sind wir auf 11.500 Dislikes. Den Leuten gefällt das nicht. Die wollten alle nur Gen 4 Remakes, die salzigen. Ich find's saugeil. Punkt. Ich lasse ein Like da. Ishihara, los! Ja! Wie geil! Hey, das ist so cool! I didn't know who was going to win right up until the very end. What a thrilling battle. As you can see. It took a lot of teamwork. Thanks to all of our players and commentators today. Hey, mein Like ist irgendwie weg. We are hard at work on Pokémon Unite to make it a game that we hope all of you will love. Ich glaube, ich werde es feiern. Okay, naja, es halt kann sein, dass es nicht so meine Art von Spiel wird, aber an sich. Oh, das war's.
Das war's. Oh. Da muss man jetzt natürlich sagen, ich will meinen Chat gucken, die Leute werden so salzig sein. Ich finde auch, das war ein bisschen schwach dafür, es alleine anzukündigen. Alle regen sich auf. Tja, ich finde es ja persönlich cool, aber die Bewertung, inzwischen sind wir bei 25.000 Dislikes. Es ist ein bisschen zu wenig eben für das eine hier. Ich finde es ganz cool. Ich werde es ausprobieren. Ja, ich denke, das allgemeine Feedback wird hier relativ gut gezeigt. Alle regen sich auf. Ja, einer hat es genau beschrieben. Ich glaube, Gengar hat hier gerade Toxin im Chat benutzt. Das fasst es gut zusammen. Mit den Worten. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ein Like auf dem Video. Bis bald und ciao.